So, nun werde ich zum ersten Mal den installierten Ofen anfeuern. Das ist natürlich alles noch sehr provisorisch jetzt hier eingerichtet, aber heute Nacht sollen es minus 5 Grad werden und da finde ich es angebracht, wenn der Ofen nochmal ein bisschen Wärme gibt. Ja, so sieht das Ganze von außen aus. Eigentlich ganz gemütlich. Und ich hoffe natürlich, dass der Rauch schön abzieht und dass mir die Bude dann nicht zu doll vollqualmt. Ein bisschen Bedenken habe ich noch, dass die Hetze vom Ofenrohr oben da an die Plane angeht. Da muss ich nochmal gucken, dass ich irgendwie was verändern kann. So. Das Ganze mal ein bisschen runter. Man muss ja schon aufpassen, dass dann nachher nicht das Ganze anfängt hier abzufackeln. Ne? So, jetzt ist der Ofen auf jeden Fall gut eingebrannt. Der zieht auch schön ordentlich durch. Und leider ist das Ofenrohr ein bisschen zu kurz für die Jurte. Da muss ich morgen dringend das Ofenrohr verlängern. Sonst fackelt mir die ganze Bude ab, weil zu viel Hitze da oben an die Plane vom Dach kommt. Naja. Cool. Ist doch voll geil. Dann ja, ne? Dann ein bisschen Chaos, aber. Ja, Chaos ist auf jeden Fall hier. Überall Werkzeug und so. Hier rum. Ah, hier oben ist aber schon ganz gut warm. Warm hier drin, ja. Ja. Ist hier wahrscheinlich alles heiß, ne? Jede Ecke, wenn das hier jetzt auch ja. Ja, ja, da sollte man bloß nicht anfassen. Ne? Das ist. Aber hier siehst du ja, da glüht es am meisten. Man kann auch zum Beispiel so machen, ne, dass er so, sich noch mehr ziehen kann. Ja. Also und man kann das noch weiter verbiegen. Das ist praktisch auch, ne? Ja. Jetzt dämpfen wir das mal ein bisschen runter. Und schon kühlt das ab. Finde ich ganz gut. Kann man gut regeln. Sehr geil. Ja, jetzt gerade. Sieht man das hier? Ich habe hier 20 Grad drin und ich habe wirklich nur mit so ein paar Stöckchen hier angeheizt. Also wirklich nicht viel. Man sieht auch, wie schön das da drin glüht. Ja, meine Stromversorgung ist gerade ziemlich konfus, ist ganz schön durcheinander geraten durch den Umbau hier. Das muss ich jetzt in den nächsten Tagen unbedingt richten. Und dann werde ich auch ein kleines Video darüber machen. Ja, das mit dem Ofen, das klappt schon eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Jetzt muss ich nur noch hier so ein bisschen mehr Ordnung reinbringen und dann geht das eigentlich. Ja, guten Morgen. Die Nacht war ein bisschen kalt. Wir hatten ungefähr minus 4 Grad. Aber hier drin, denke ich mal, waren so zwischen ja, 0 bis 5 Grad. Und das war eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Ja, jetzt muss erstmal ein Tee gemacht werden. Damit es nachts dann nicht zu kalt wird, habe ich hier zwei von diesen Schichten hier. Das sind zwei Schurwolldecken und die halten ganz gut warm. Also damit bin ich sehr zufrieden. Mehr braucht man eigentlich nicht. Ich habe natürlich auch noch eine Merino-Woll-Unterwäsche an, damit es ein bisschen mehr Wärme dann auch von innen gibt. Und zur Not kann ich mir auch eine Wärmflasche machen. Also alles kein Problem. Als Unterlage auf der Matratze habe ich natürlich auch nochmal so ein Schurwoll-Vlies. Einfach damit die Wärme nochmal ein bisschen besser auf der Matratze gehalten wird. Zur besseren Dämmung habe ich dann auch nochmal eine Decke vor den Eingang gehängt, weil nur das Fenster, was da drin ist, das dämmt natürlich nicht so gut. Hier oben habe ich ja auch noch einen zweiten Schlafsack. Das heißt, wenn es jetzt hier mal richtig kalt werden würde, so minus 10 Grad oder sowas, dann kann ich auch durchaus noch mehr Decken nehmen und einen Schlafsack. Und dann sollte mir auch so nicht kalt werden. Ich hatte in diesem Jahr hier auch noch kein
Frost drin. Da bin ich ganz erstaunt, wie gut die Jutta eigentlich gedämmt hat, auch ohne dass ich den Ofen angeheizt habe. Aber natürlich muss ich jetzt bei niedrigeren Temperaturen auch mal ein bisschen heizen und noch ein bisschen besser isolieren.